Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier mit mir, dem Doomsday, auf meinem Kanal mit dem Mage-Sieger. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass, also im Thumbnail gesehen, dass das jetzt die PS5-Version ist. Ja, die PC-Version, ich habe leider einen Absturz gehabt mitten in der letzten Folge, die ich aufnehmen wollte. Und dabei ist mein Savegame komplett gecrashed. Also ich habe nochmal komplett von vorne anfangen müssen. Und ich dachte mir so, das Spiel gefällt mir sehr, ich würde es gerne auf der PS5 spielen und deswegen habe ich es für die PS5 nochmal geholt. Deswegen machen wir bei dem Let's Play jetzt hier in Folge 5 mit der PS5-Version weiter. Okay? Also, wisst ihr Bescheid. Also, das ist jetzt PS5-Version. Ich habe jetzt bis dahin gespielt, wo ich in der letzten Folge war. In der letzten Folge am Ende musste ich eigentlich mit Jobs reden, das habe ich jetzt aus Versehen schon gemacht. Aber die hat dasselbe gesagt, wo wir vorher schon bei ihr waren, also das kennen wir schon. Und das müssen wir uns dann die nächste Mission machen. Und genau da werden wir jetzt weitermachen. Let's go. Ja, ich habe versucht, alles mögliche wieder selbst zu machen, wie bei PC-Version. Allerdings habe ich jetzt gesehen, ich habe mir einen Magieslot schon zu viel gekauft, als wie ich vorher eigentlich hatte. Weil ich habe hier das gekauft, dabei hatte ich eigentlich Magieschaden, glaube ich, gehabt, oder? Ich glaube ja. Aber mein Gott, ist ja jetzt nicht so wild, oder? Wir machen jetzt so weiter. Und schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Ach ja, es wurde noch erklärt, dass man jetzt auch seine eigenen Verbündeten losschicken kann auf Mission. Ich werde jetzt einfach mal ihn hier dahin schicken und wir haben eine neue Nebenmission. Ja, da ist mir halt auf PC abgestürzt und da dachte ich mir, ja, scheiße. Ich habe es dreimal versucht, jedes Mal abgestürzt, beim dritten Mal war dann auch mein Safe-Game komplett im Arsch. Deswegen, naja, was soll's. Machen wir jetzt hier einfach an der Stelle weiter mit den beiden und machen die nächste Nebenmission. Let's go! Spiel ich noch laut? Ja. Silas, die Späher haben noch ein Zauberwirker-Labor gefunden. Ich glaube, dahinter steckt mehr als nachgemachter Zauber. Finde heraus, was? Finde heraus, was? So. Und ja, ihr könnt mir auch mal schreiben, wie ihr das Spiel findet. Oder ob ihr riesen League of Legends-Fans seid. Würde mich mal interessieren. Finde die Pläne der Magiesuchenden heraus. Oh, jetzt aber weit rausgesucht. Wie ihr oben seht, habe ich jetzt schon 3 Slots. Was eigentlich gar nicht geplant war, aber okay. Hey. Mit dem Stummen, das nervt ganz schön, ey. Stirb. Obwohl, die Kamera jetzt gar nicht mehr her, oder wie? Ja, für mich ist es natürlich auch ein paar Tage her, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und ich muss jetzt mal wieder reinkommen hier. Heute Abend ist übrigens, also damit ihr wisst, wann ich das aufnehme, heute ist die Sony-Konferenz. Und ich bin sehr gespannt, was da vorgestellt wird. Ich hoffe, das Gerücht bewahrheitet sich und sie kündigen Ghost of Tsushima 2 an. Kopiert Fähigkeit oder mehr mag, schnell machen wir das. Ja, das heilt mich auch gleich. Hätte vielleicht Feuer austauschen sollen, na egal. Oh, da war nicht mal drin. Die müssen wir zuerst weg hier, die Nerven zu tieren. Ich habe irgendwas verpasst. Warum ist denn das so weit rausgezoomt, sag ich mal? Und ich, ganz ehrlich, mit PlayStation Controller fühlt sich es eigentlich immer besser an. Ich bin zwar jetzt kein großer Gegner gegen Xbox, aber Sony ist einfach. Ja. Lassen wir das Thema. Aber hier die Eistypen. Ja. Komm mal her, Jungs.
eigentlich nochmal eine Ankündigung machen, wenn ihr das Video seht, das ist dann am Donnerstag. Aus eurer Perspektive dann morgen gibt es einen Stream zu Gollum für die PS5. Auf das Spiel bin ich auch mal sehr gespannt, was das kann. Ist nämlich dann aus eurer Perspektive morgen der Release. Euch müsste es eigentlich auch okay sein, oder? Ich gehe noch mal kurz auf Option, Einstellung, Audio. Ja, ist eigentlich voll laut, oder? Es schlägt bei mir nicht gerade so doll aus. Na egal. Ach nee, nicht der. Ja, erwischt mich noch. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Ich empfehle es jedem. Und wer League of Legends Fan ist, der sollte sowieso zugreifen. Ich werde übrigens, müsst ihr mir sagen, ob ich jede Nebenmission zeigen soll oder ob ich die Nebenmission off-cam mache. Die mache ich jetzt nochmal mit euch zusammen. Und mal dann mal sehen, vielleicht mache ich die anderen Nebenmissionen für mich alleine. Und zeige euch halt nur die Hauptmission. Mal gucken. Wobei, mir gibt es eigentlich immer Uncut, was ich mache. Ach Junge. Wenn du so nah machst, da kommst du echt nicht weg, ey. Wie ich festgestellt habe, man muss auf jeden Fall neben Missionen machen, um genug Ressourcen zu legen, ne? Sonst ist es echt schlecht mit Upgrades. Wow. Gehen wir erstmal nach links, das sind bestimmt Ressourcen. Ja. Und ein Vögelchen. Stimmt, ich wollte ja mal gucken, wie viele Vögelchen es gibt. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Muss ich mal im Hinterkopf behalten. Normaler Schaden ist erhöht, nämlich. Dürfte jetzt auch die letzte Ebene sein. Oh ne. Bosskampf, ernsthaft? Dasselbe noch einmal. Oh.
viel Schaden mache ich hier nicht, ey. Meine Fresse, der ist heftig. Keine Chance, so kann man die Hälfte von denen. Wie das Postkampf hier kommt, ey. Ja geil, ein Treffer, das war's. Erneut Versuch. Schade, dass die Bosse recyceln. Finde ich ein bisschen schade. Ich hab die falschen Zauber dabei, das ist uncool. Kann's jetzt aber auch nicht ändern. Er hat Wind und das andere war, was ist das eigentlich? Ausrüsten. Böe. Das ist sehr effektiv gegen Wind. Und das andere ist... Müsste das sein, ne? Also die beiden müsste ja schwach sein. Oben sehen wir es ja. Das ist effektiv gegen... Okay. Ich bin verwirrt. Na, schauen wir mal.
Das nervt. Echt. War es beim ersten Post nicht auch dreimal gegen ihn? Mein Gott, das, die Medipacks, die heilen aber auch wenig. Also die ist alles gesperrt, weil ich das nicht mehr habe. Wir werden mal kurz den Schaden ein bisschen erhöhen, okay? Ich habe das noch gar nicht probiert, aber es macht sogar... Ich will jetzt nicht ewig an deinen Nebenmissionen hier hängen, echt. Oder wir machen halt für die Nebenmissionen höheren Output. Können wir auch machen. Schauen wir mal kurz hier. Nur mal als Test jetzt, ne? Ja. Ich glaube, muss ich das auch mal. Zu schlecht dafür. Ich will ihn jetzt trotzdem machen. Also die neben mir so machen wir jetzt auf jeden Fall. Wenn ich dafür cheaten muss. Also ups. Spiel, Schwierigkeit, machen wir das auch noch hoch. Machen wir hier kurz auf einfach. Alter, nervt gerade mich richtig. Ich mach's auch nur für die Mission, versprochen. Habe ich jetzt eigentlich? So. Jetzt habe ich Eis dabei. Ich bin mal gespannt, wie oft der noch kommt. Den Schaden, den ich da jetzt fresse, ist echt ein Witz. Aber ich find's gut, dass auch für die Leute, die halt nicht viel Zeit haben, sowas eingebaut haben. Oder schnell das Spiel durchspielen wollen oder so. Ding aus echt lang.
jetzt haben wir gesehen, die Leute, die Probleme mit dem Spiel haben, wie man es machen kann. Um es viel einfacher zu machen. Ihr wart nicht perfekt, aber treue kleine Zauber ruht nur mit euren Schöpfern. Oh, die Nebenmission geben auch neue Rekruten. Naja, die mache ich jetzt mal schnell weg. Das ist eh dünn, so müsste ich sagen. Oh, gleich 4 neue. Find ich cool. Was meint er mit Lebenszeichen? Ich sollte das Leilani sagen. Zack, Eisschaden plus plus und Feuerschaden plus plus. Ja. Wobei die Nebenmission ja mitten in der Folge gekommen ist, natürlich auch blöd, also muss ich sie machen. Ich glaube, sie bauen einen Automaten, frag aber nicht, was der macht. So etwas würden sie nur für einen Zweck bauen. Magier jagen, zweifellos. Ich würde es den Magiesuchenden zutrauen, Götter zu spielen. Wenn es wirklich das ist, hat Kara vielleicht erfahren, dass sie Durans Forschung einsetzen. Unsere Spieler sollen den Messier nach diesen Laboren durchsuchen. So, sagt unser Geld. Können wir irgendwas machen? Neue Gespräche hat er nicht. 1194. Wir können Magieschaden erhöhen. Oder wir holen uns einen Mana-Punkt. Ah, die haben wir ja, glaube ich, schon, gell? Ja, hat man. Die anderen Zauber können wir noch nicht lernen, weil wir sie noch nicht geklaut haben. Leider. Blitz könnte bestimmt auch ganz cool sein. So. Ich denke mal, Jobs hat noch was zu sagen. Nee, hat sie nicht. Würde ich sagen. Oh, was ist denn jetzt? Oh, er ist wieder da, oder was? Die ausgesandten Gesetzlosen sind wohl zurück. Ich muss erst mit ihnen reden. Sehr gut. Er hat einen Rekruten gekriegt für Windschaden. Okay. Irgendwas hier? Nein. Wer jetzt ist der nächste? Oh, wir können auch einen losschicken. Dann schicken wir mal ihn los. So, eine Nebenmission wäre Devineur. Wegen der Kara. Die müssen wir ja immer noch retten. Und ich würde sagen, wir haben zwar eigentlich noch ein bisschen Zeit, aber wir werden in der nächsten Folge die Hauptmission angehen. Okay? Achso, ich muss ja noch was ändern. Damit ihr das auch seht. Das war jetzt wirklich nur für die eine Nebenmission. Machen normal. Kettenbrecher, Königsmörder, nee. Bleiben bei Kettenbrecher. Akzeptieren. Und ich denke mal, genau, dachte ich mir. Aber wir werden jetzt noch Dings kaufen. Den Magieschaden erhöhen. Oder? Ja, 1200. Wir machen Magieschaden, komm. So, als nächstes versuchen wir dann mal den Lebenspunkt zu holen. Und das hier unten. Oh, brauchen wir mehr Rekruten. Okay. So. In der nächsten Folge versuchen wir mal, ob wir Kara retten können. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.